Jetzt soll es nicht um die Politik gehen, sondern um den Jahresrückblick 2016 auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, auf Zwergenfürst-LP. Die besten und schlechtesten Momente 2016 in Teil 1 in diesem Video werde ich euch meine schlechtesten und peinlichsten Momente 2016 vortragen, damit wir diesen Jahresrückblick mit einem Best-of beenden können, mit einem Top 1, mit dem besten Erlebnis 2016. Steigern wir uns von dem Top Flop 10 zum Flop 1, also zum peinlichsten Ergebnis, dann im zweiten Teil vom Top 10 zum Top 1 zum besten Ergebnis. Ich würde mal sagen, los geht's. Starten wir mit Nummer 10. Nummer 10, Flop 10 dieses Jahres ist Lego City Undercover The Chase Begins. Lego City, die und es beginnt gleich. Stadt der Welt. Die Stadt, in der ich Kopf wurde. Und so beginnt auch diese Geschichte. Hier haben wir Chief Gleason. Sie leitet die Polizeibehörde. Hart, aber fair. Und das ist Deputy Dumby. Auch hart, aber nicht sehr fair. Was machst du da? Diese Let's Play-Reihe war dieses Jahr von Misserfolg gekrönt und sollte irgendwie nicht gelingen. Ja. Die Produktion von Lego City Undercover The Chase Begins war vom Schicksal verfolgt und es sollte einfach nicht sein. Das erste Video wurde vorproduziert und hochgeladen, aber das zweite Video sollte nie hochkommen. Part 2 von Lego City Undercover sollte es nie geben, da jedes Mal, wenn dieses Let's Play vorproduziert wurde. Ich habe es 2-3 Mal vorproduziert. Also 4, 5, 6 Parts vorproduziert und verarbeitet. Und dann wieder 4, 5 Parts vorproduziert und verarbeitet. Aber immer scheiterte es am Schnitt oder an irgendeiner Sache. An der Rohdatei, die flöten gegangen ist. Irgendwas kam immer dazwischen, so dass es nie ermöglicht wurde, dass Part Nummer 2 oder 3 oder 4 rauskam. Deshalb für mich Lego City Undercover auf Platz 10 der Flop 10. Aus dem Weg! Ich hab eine Sirene an. Ich darf das. Ihr merkt schon, es sind noch nicht so ganz so peinliche Sachen. Die kommen noch mit der Steigerung der Nummer. Also legen wir direkt mal los mit Platz Nummer 9. Ihr werdet euch direkt wundern, warum Platz Nummer 9 kein Anwärter in der Top 10 Liste ist. Es handelt sich nämlich um Pokémon Y, meine erste Let's Play Reihe. Mein Name ist Platan. Ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Deshalb auf der Flop 9, weil die ersten Parts
Um genau zu sein, Part 1 bis 14 waren ziemlich bescheiden, um es so auszudrücken. Ja. Es waren meine Beginne auf YouTube. Part 1 von Pokémon Y war sogar mein erstes Let's Play überhaupt. Und ich hatte noch nicht wirklich eine Idee davon, was ich genau will und wie man das macht. Und ja, mit dem Schnitt kannte ich mich so gar nicht aus. Mit der Moderation auch nicht. Ich stotterte vor mich hin und es war von der Moderationsqualität wie von der Bildqualität komplett eine Misere. Schaut es euch mal selbst an. Ihr werdet sehen, die ersten Parts, also Part 1 bis 14, in Part 15 ist es dann schon halbwegs besser. Ich sage jetzt nicht, dass meine Qualität aktuell hochwertig und Spitzenklasse ist, aber überzeugt euch selbst, wenn ihr euch Pokémon Y die ersten Parts anguckt. Ich war halt noch in der Entwicklung und die Displayaufnahme des 3DS ist mir auch noch nicht so wirklich gelungen und es war mir schlecht als recht. Daher Peinlichkeitsstufe Nummer 9. Ja. Das Pokémon, was wir im letzten Part bekommen haben, war... was genau war das nochmal? Das war ein... Es war ein Phönix. Und wir haben es direkt mal LP Markus genannt, nach dem LP Markus. Wieso mache ich eigentlich ein Flop 10? Ich mache einen Flop 10, weil ich finde, die schlechten und peinlichen Momente des Jahres gehören auch mit zum Jahr. Sie sollten nicht missachtet werden und beiseite geschoben werden. Sie gehören genauso dazu wie die Top-Momente. Also, ja, das dazu. Platz 8. Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Blau. Wir stehen morgens auf und sagen Punkt, 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 Punkt. Ach, ich bin ausgeschlafen und fett. Ich bin zwar immer noch ein Pokémon, aber Punkt, 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 Punkt. Wir hatten es gerade eben schon bei Platz 10 ein wenig. Es gab Let's Play-Reihen, die einfach von Misserfolgen gekürt waren und gezeichnet waren. Und auch bei Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Blau war es so, dass es einfach nicht sein sollen. Dass es nicht einfach nicht sein sollte. 5 oder 6 Parts, wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich davon aufgenommen und auch hochgeladen. Aber es hat mir persönlich nicht gefallen. Es war für mich kein sonderlich guter Let's Play-Reihe. Oh, da sind sie. Bringen wir sie sicher hier raus. Sie sind aneinander geklebt. Unsere Körper getrennt. Bzz, bzz. Freude. Bzz, bzz. Hurra. Bzz, bzz. Hurra. Bzz, bzz.
Vielen Dank an euch beiden. Ihr seid Helden, danke. Mir hat es nicht sonderlich viel Spaß gemacht und den Zuschauern wahrscheinlich auch nicht sehr. Kaum Aufrufe, kaum Resonanz von den Zuschauern. Und mir hat es nach einer Weile den Spielspaß versaut und dann habe ich mich dazu entschlossen, diese Let's Play-Reihe einzustellen und zu pausieren und damit erstmal aus dem Weg zu räumen. Da geht's mit Platz 7. Wieder eine Let's Play-Reihe. Diesmal eine Let's Play-Reihe, die alles in sich vereint. Wir hatten es schon in Platz 10 und Platz 9. Ja, Batman 3 Jenseits von Gotham. Hier brauchen wir den hübschen grünen Anzug von Batman. Den Detektiv-Anzug, den wir von dem ersten Part bekommen haben. Und Robin, den ich persönlich nicht so hübsch finde. Und Robin steuert das Ding. Und es kann durchfließen. Die erste 6 Parts, also Part 1 bis 6, waren, ja, wie Pokémon Y ein wenig. Nun ja. Nicht sehr von Erfolg bezeichnet und daher auf Platz 7 der Flop 10. Auch wie Pokémon Mystery Dungeon hat es mir nicht sonderlich viel Spaß bereitet. Das hat man auch ein bisschen gesehen, denke ich, als Zuschauer. Nach und nach habe ich dann ein bisschen die letzten Parts hin ein bisschen Motivation dazu gewonnen, aber ja, es war nicht wirklich mein Lieblings-Let's Play und das hatte man mir auch irgendwie ein wenig angesehen. Ja, weiter geht's mit Platz 6. Eine Challenge. Es gab gute Challenges, es gab schöne Challenges, es geht um die Blind Challenge. Ich mache heute eine Challenge. Es wird heute ein bisschen idiotisch, aber ich mache die Blind Challenge. Ich bin ja jetzt eigentlich gerade erst aus dem Raum gegangen. Müsste ich jetzt hier runterlaufen? Hier kommen gleich hier die Treppen. Da geht es links, dann noch runter. Dann war da irgendwo das Fließband hier. Ja. Müsste ich jetzt hier drüben angekommen sein bei Dingsbums und jetzt müsste ich da. Ich habe keinen Plan. Für alle, die es kennen und auch für alle, die es nicht kennen, die Blind Challenge war eine Challenge, in der ich mich sozusagen selbst eine reingehauen habe. Mit der habe ich mich irgendwie selbst reingeritten. Es war als eine Art Scherz gedacht und eine Art Hochnehmer von das Blind-Spielen einer Let's Play-Reihe. Ich tue es mit Pokémon Y gerade. Also wenn man etwas nicht vorher durchgespielt hat, sondern es vor der Kamera das erste Mal spielt. Aber dieser Scherz ist mir nicht gelungen. Er ist ziemlich in die Hose gegangen und ja, war mehr peinlich als lustig.
Vielleicht war es für die Zuschauer lustig, weil es peinlich war. Aber es hat seinen Zweck nicht erfüllt. Und ich werde es auch nicht löschen. Kann ich mal an dieser Stelle sagen. Die schlechten, also die Flop-Kandidaten werden sehr wahrscheinlich nicht gelöscht von meinem Kanal, weil, wie schon gesagt, sie gehören mit dazu und sind ein Bild des Kanals, ein Teil des Komplettbildes und ja, ich hoffe auf gute Zuschauer, die sich halt auch das Komplettbild anschauen und die schlechten Videos mit den guten Videos abwägen und das Beste daraus machen. Ja, hier müsste gleich mal die Empfangsdame stehen hier. Oder hier, irgendwo hier. Tachchen, Tachchen, lässt mich durch. Ja, der Start. Ihr merkt schon, es ist ziemlich viel aus der Startzeit mit drauf auf der Flop 10. Weil gerade die Startzeit, so, ich zähle dazu, Februar habe ich angefangen, April bis Juni war so die Startzeit. Dieses Jahr war halt größtenteils ein Probierjahr. Ich hatte noch absolut gar keine Erfahrung mit YouTube am Anfang dieses Jahres und deshalb sind mir auch die ein oder anderen Fails gelungen dieses Jahr. Gehört dazu. Fehler gehören zum Lernmist dazu. Gehen wir weiter zu Nummer 5. Flop 5 dieses Jahr. So, ich nehme das jetzt schon zum dritten Mal auf. Wo war ich? Let's test. Oh, 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 oh. Ja, und da irgendwie raus das Rennen gewinnen ohne. Ja, wenn man hier aneckt, dann stoppt man kurz und wir können einen eventuell die Kugel überholen. Ja, Let's Tests sind normalerweise was ganz Schönes. Große YouTuber machen es des Öfteren mal. Es kommt auch ganz tolle Sachen raus. Es ist eine Art Let's Play, bloß, dass man halt ein bestimmtes Spiel nur ein Part lang spielt und dann erstmal nicht wieder. Noch feiner. Gut. Link-Attacke. Zwei K.O.s. Manchmal wird es daraus ein Let's Play, aber manchmal bleibt es auch bei dem ersten Video. Ja, ich habe Brawl Plus, Hyrule Warriors Legends und Yo-Kai Watch gespielt als Let's Tests. Bloß, ja, bei mir war das Ganze wieder nicht von Erfolg gekrönt und ja. Seid ehrlich, habt ihr schon mal was auf meinem Kanal von Let's Tests gehört? Nein, wahrscheinlich nicht. Da habt ihr das Ergebnis sehr unbekannt geblieben. Ich habe es auch nicht fortgeführt. Habe es irgendwann Anfang des Jahres gemacht und nie wieder weitergemacht. Es hat auch mir wieder keinen Spaß gemacht und ja. Nummer 4. Mario Kart 7 Online Part 1 Zwergencup sucht Mitstreiter heißt das betreffende Video. Es handelt sich nur um ein Video. 44-1823-6643-98 und die 27. Ja, diesen Code müsst ihr dann eingeben und dann könnt ihr in die Community eintreten. Ja, Zwergencup. Joa,
Die packe ich nochmal in die Videobeschreibung, die Community-Nummer, damit ihr dann auch, ja, euch dort hinfinden könnt. Damals wollte ich den Versuch starten, mit dem Spiel Mario Kart 7 online mit Zuschauern zu spielen. Und klappt auch bei berühmten YouTubern sehr gut. Die machen ständig, ich will jetzt keinen Namen nennen, die machen ständig Mario Kart online mit ihren, mit ihrer Community. Merkt ihr das Stichwort, wo das Problem dran hängt? Ja, berühmt. Ich hatte damals knapp 20, 25 Abonnenten und nicht unmittelbar mehr Zuschauer. Da ist klar, dass die Community nicht unbedingt zu einem Mario Kart 7 Online zu benutzen ist. Ja, und ich mit meiner wahnsinnigen Selbstüberschätzung, vielleicht kann man das irgendwann in 4 Jahren wieder machen, wenn ich dann eine 4-stellige, 5-stellige, ja, zumindest 3-stellige Abonnentenzahl habe und nicht nur 20, 30 Abonnenten. Dann kann man das vielleicht nochmal wagen, aber sagt übernächstes Silvester Bescheid, dann können wir nochmal drüber reden. Ja, kommen wir zum Platz 3. Wir sind in der Top 3 angelangt. Jetzt wird's hart. Ja. Top 3 Kanal-Intros. Schaut euch mal in Ruhe mein erstes Kanal-Intro an und sagt mir dann, ob das ein solches ist. Bong, 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 bong. Nein, nein, ist es nicht. Es ist keinenfalls ein Kanal-Intro. Es ist kein solches, es ist eher ein Zusammenschnitt aus mehreren Sounddateien zusammengelegt mit Text und ich brauche es nicht erklären, jeder noch so halblange Typ, der einmal ein Videoprogramm nur angefasst hat, weiß, wie man sowas zusammenbastelt. Ich glaube, dazu muss man nicht mal ein Videoprogramm angefasst haben. Das nächsten Kanalintros waren jetzt nicht sonderlich die besten. Eines von den Kanalintros war sogar fast schon ein Best-of. Ein kleines zusammengetrocknetes Best-of in 30 Sekunden. Es liefen einfach Bilder, bewegte Bilder von meinen Videos mit Musik. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Obwohl, zwischendurch mal so die ein oder anderen Entwürfe waren schon gut, halbwegs in die richtige Richtung. Aber jetzt nicht gut genug. Ich hatte sogar, glaube ich, einmal meine eigene Musik komponiert mit einem Programm auf dem Handy. Ja.
aber hört es euch selbst an, schaut euch die, nehmt euch mal Zeit und schaut euch die ganze Playlist mal von oben bis unten an. Man merkt die Entwicklung, es existiert Entwicklung. Und ich würde sogar sagen, ich würde zu dem Ende und zu dem Schluss kommen, das heutige Intro, die heutigen Intros sind besser, sind sogar einigermaßen gut, sind nicht perfekt, klar, sind automated Templates, echt für die Verhältnisse und wird nächste Weile noch hinhalten müssen. Ja, Platz Nummer 2. Notfall, Wii-Löckchen und Ankündigungen. Ja. Ich bin hier an meinem Schreibtisch hier. Und ja, wollte nur mal ganz kurz mal was mitteilen, nämlich. Zum einen das Berlin-Video vom gestern war ich da Samstag, das kommt leider erst am Montag raus, weil ich so 2-3 Minuten mal kurz so gesagt oder weniger mal kurz angesagt, du, es gab heute Probleme, ich konnte das Video, was ich geplant habe, heute nicht hochladen. Deshalb fällt das heute aus. Ich gebe mir morgen mehr Mühe und dann kommt das erst morgen um 14 Uhr hoch. Danke für Verständnis, so ähnlich. Man denkt, sind ja ganz passabel. Das Problem sind die Ankündigungen, die ich teilweise nicht mal vor der Kamera machte, bei denen ich einfach nur Schrift über den Bildschirm laufen ließ. Ankündigungen wie Sommerpause in 2 Tagen. Na gut, für die Ankündigungsvideo der Sommerpause habe ich mich vor die Kamera gestellt. Das war ein ganz gutes Video. Aber auch einige Notfall-Vlöckchen, ja, die Verniedlichungsform von Vlog, waren auch etwas bescheiden. Schaut es euch an. Ich schweife direkt zu Platz Nummer 1. Peinlichste und der schlechteste Moment dieses Jahres. Der größte Misserfolg auf meinem Kanal in diesem Jahr war der Riddle Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Zwergenfürst Offline. Ja, ich bin hier auf testedich.de und habe hier mal ein Quiz gefunden, das ich gleich mal machen werde. Welcher YouTuber passt zu dir? Auch ein Format aus dem Anfang dieses Kanaljahres. testedich.de, eine Seite, auf der man Quiz und Tests machen kann und sich testen kann, wie schon der Name der Seite verrät. Gute Seite. Es gibt einen riesigen Berg an schlechten Quiz auf dieser Seite. Aber auch einen kleinen Berg an guten Quiz auf dieser Seite. Einige davon erstellt von mir. Das habe ich übrigens gemacht, bevor ich mit YouTube anfing. Quiz auf Teste dich erstellt. Ja. Sind auch schlechte darunter. Ja. Ist Top Nummer. Flop Nummer 0. Hat nichts mit dem Kanal zu tun. Das Problem bei den
Little Tuesday Videos war halt, dass ich nicht entsprechend auf die Webseite eingegangen bin und die Quiz mehr als peinlich rübergebracht habe. So wirkt es zumindest auf mich. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn das nicht euer peinlichster Moment ist. Immer in die Kommentare damit, wenn ihr einen anderen peinlichsten Moment auf meinem Kanal gefunden habt. Anders so wie du. Anders so wie du. Okay, ja, nett. Aber auch aufgedreht. Aufgedreht, aber auch nett. Wo ist der Unterschied zwischen Nummer 1 und Nummer 2? Nummer 2 und Nummer 3? Der Woodle Tuesday. Und seht selbst. Ist verlinkt in der Infobox oder in der Kanalbeschreibung. In der Videobeschreibung. Kanalbeschreibung ist auf der letzten Seite. Ja, dann war's das mit der Flop 10. Im zweiten Teil des Jahresrückblickes. In die Top 10. Viel Spaß euch damit. Falls ihr noch dran bleibt, seid bitte noch mit dabei. Schaut euch noch die Top 10 an. Sind gute Kandidaten sicherlich mit dabei. Und ja, für alle, die jetzt doch abhauen und doch schon den Abend hier beenden und es mit 2 Videos gelassen haben wollen. Einen guten Abend euch noch, für alle, die dranbleiben. Wir sehen uns. Gehabt euch wohl. Haut ranne.